Halber Metro-Technik. Heute ganz kurz gezeigt, der offizielle Microsoft Windows 10 Download-Link. Link. So. Hier ist die Seite, wo Microsoft das Ganze anbietet. Den Link werde ich euch natürlich unten in die Beschreibung reinstellen. Und hier habt ihr, euch die, hier habt ihr die Möglichkeit, euch einmal die 32-Bit und einmal die 64-Bit-Version herunterzuladen. Ich habe hier die 64-Bit-Version schon auf dem Desktop und werde sie jetzt ausführen. Wenn ihr das Ganze wie ich bei Windows, unter Windows 10 ausführt, dann kann es sein, dass bei euch diese Fehlermeldung kommt. Drückt einfach auf OK und wartet eine Weile. So, nach einer gefühlten Ewigkeit hat sich das Fenster hier endlich geöffnet und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, unter dem Punkt Installationsmedium für einen anderen PC erstellen, uns das Ganze runterzuladen. Wir drücken hier auf Weiter, ihr wählt euch eure Sprache aus, wenn ich Deutsch finde, egal. Dann wählt ihr euch eure Version aus, entweder hier die Home oder die Pro, je nachdem, was ihr haben wollt. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, 64 oder 32 Bit nochmal runterzuladen, was ich auch nicht verstehe, weil man das eigentlich hier vorhin schon auswählen konnte oder musste, oder auch beide zu nehmen. Als nächstes drückt ihr wieder auf Weiter, sagt ihr dann ISO-Datei Download, geht nochmal auf Weiter. Und dann fängt das Ganze, oh, jetzt werdet ihr noch gefragt, wo das Ganze gespeichert werden soll. Desktop. Und dann fängt das Ganze an runterzuladen. Ich habe es vorhin schon versucht, allerdings habe ich für 2% eine Stunde gebraucht. Ich schätze mal, dass die Windows-Server die Microsoft-Server leicht überlastet sind. Und deswegen werde ich das jetzt hier nicht bis zum Ende zeigen, sondern euch nur den Link hier quasi weitergeben. Und ich glaube, das andere schafft ihr. Ihr müsst wahrscheinlich noch ein paar Mal auf Weiterklicken, dann auf Fertigstellen und dann werdet ihr die ISO auch haben. So, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen hoch. Ansonsten auch einen Daumen runter, damit ich Bescheid weiß. Und wenn ihr mehr von solchen Videos wollt, dürft ihr mich gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, die ISO runterzuladen.